auf! Das Skelett ist hier reingebracht. Der Schattenläufer ist tot. Okay. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Schiss, dass mich das Skelett sofort angreift und irgendwie durch die Wand bangen kann, weil das hat er gerade schon gemacht. Also habe ich mal gespeichert. Ich muss das ganze Zeug, ich will das ganze Zeug hier haben. Das ist alles sehr wertvoll. Da ist eine die Truhe. Scheiße, die muss ich knacken. Dann muss ich vorsichtig sein, weil so viele Dietriche... Oh doch, ich habe Dietriche gesammelt, ne? Ich habe doch wieder ein paar Dietriche jetzt. Wie viel habe ich denn? 5, okay. Links, rechts. Oh. Das war jetzt nicht so schwer. Grobes Schwert, bisschen Erz und sogar eine Spruchfalle haben wir. Super. So, jetzt muss ich aufpassen wegen dem Skelett. Das Skelett ist direkt hinter dieser Tür. Wenn ich hier rausgehe, wird es mir erstmal die Fresse polieren wollen. Hoffentlich kann ich es verletzen, wenn nicht, muss ich fliehen. Oh. Ah, ein freundliches Skelett, das sieht man auch nicht immer. Aber das habe ich schon eingesammelt. So, dann nehme ich noch von dir dein Schwert mit, Skelett. Dann liegt hier noch Heilkräuter. Und das andere Skelett, das ist immer, dem ist es immer noch scheißegal. Ich werde jetzt... Wie habe ich ein Leben verloren? Egal. Ich werde jetzt speichern. Ich kann auch auf der... Also doch nochmal auf der 3, weil sobald ich ganz lade, rennt das Vieh sofort auf mich zu. Das wäre jetzt ein bisschen unheimlich. Jetzt versuchen wir mal den Penner zu erledigen. So, nicht. Ja, ja. Nein, nein, nein. Oh, fuck. Ich krieg dich klein. Ich krieg einen Skelettkrieger klein. Das ist was nice. Komm schon. Oh, heilige Sch... Ich kann ihn voll verletzen, aber er kann mich one-hitten. Was zum Teufel? Okay, dann muss ich schneller zuschlagen. Ich hoffe, dass er nicht jetzt auf mich aufmerksam gemacht wird, weil ich geladen habe. Nee, dem ist es immer noch egal. Das hat nicht so ganz funktioniert. Aber es ist möglich, ich will den killen. Ich will die Erfahrungspunkte wenigstens. Ich mach dich fertig. Ups, schon wieder. Fuck. Ja. Oh, 300 Erfahrungspunkte. Jawoll. Ha, das musst du erstmal einer nachmachen hier. Nicht gerade einfach gewesen. Da, boah. Ich hab's geschafft. Geil. Okay, ein Skelettkrieger weniger. 300 Erfahrungspunkte mehr. Richtig nice. 3345 habe ich jetzt. In dem Fall ist es gar nicht so viel. Na egal. Also noch 2 Level-Ups, dann hätte ich meine Einhandkämpf-Fähigkeiten schon auf Meister. Oh fuck, wo kommst du denn jetzt her? Ja, denkst du, du bist mir gewappnet, wollte ich das sagen? Keine Ahnung, ich bin gerade verwirrt. Egal, einfach draufhauen jetzt. Leck mich doch. So, einfach alles platt machen. Wir sollten jetzt schon... Ups. Also ich glaube, es ist der richtige Weg, weil ich erinnere mich auf jeden Fall an dieses Skelett-Schattenläufer-Gemetze da. Und das schon ziemlich früh, glaube ich. Also das war schon ziemlich am Anfang. Also hier müsste ich ja schon richtig sein. Ich sehe gerade nichts. Bisschen dunkel hier drin. Okay, more reds. Aber auch kein Problem. 4. Keine Herausforderung hier. Na gut, vielleicht mit meiner Waffenkampffähigkeit hier ist es schon ein bisschen nervig so zu kämpfen. Was soll's. So, die haben wir auch erledigt. Und weiter. Alles durchsuchen. Dauert so ewig hier. Schon wieder eine verwitterte Axt. Was will ich denn mit dem Mist? Na egal. Immerhin kriege ich dafür irgendwann mal Erz, wenn ich irgendwann einen neuen Händler finden sollte. Was ich jetzt irgendwie nicht glaube. Ich hoffe, dass die anderen durch die neuen Kapitel einfach neues Erz bekommen. Das wäre auch sehr seltsam, wenn es nicht so wäre, weil... Sonst muss ich mit dem ganzen Zeug die ganze Zeit rumrennen, erstens. Und zweitens kann ich mich daran erinnern, dass ich später ziemlich viel Erz ausgeben muss. Der Wolf. Ups. Lass mich in Ruhe. Ah, du hast noch einen Freund mitgebracht. Der bellt mich jetzt an. Hallo. Bleib doch. Und tschüss. So. Dummer Wolf, ey.
Die buggen irgendwie. Wenn ihre Freunde tot sind, sind sie erstmal tot traurig, anstatt mich einfach weiter anzugreifen. Und die ganzen NPCs, die hier waren, also hier in der Wildnis waren, wie Cavalon und so, und der hier, dieser komische Banditentyp, der hier mal war, die sind nicht mehr da, wie man sieht. Wahrscheinlich sind in den einzelnen Lagern, ist in den einzelnen Lagern auch entweder gar nichts mehr oder nur Feinde, die man vernichten muss später. Weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, im neuen Lager ist gar nichts und im alten Lager sind Feinde, die man umbringen muss. Wo renne ich jetzt eigentlich rum? Oh, Goblins. Hä? Wo sind die jetzt? Ich habe ihn gehört, aber ich sehe ihn nicht. Es ist hier irgendwo, oder? Ja, hier sind sie. Klatsch. Klatsch. Ah, hör auf rumzuspacken. So. Der wäre auch erledigt und der andere auch. Waldbären. Ja, der Waldbären das Waffe. Nein, er hat ein großes Schwert. So, das nehmen wir noch mit. Haben wir noch irgendwo was übersehen? Da kommen wir jetzt. Da ist noch was. Da kommen wir jetzt zu der Brücke und da sind noch gleich jede Menge Scavenger, die mir wieder Erfahrung geben. Und natürlich die Truhe. Die muss ich aber auch knacken. Also speichern wir nochmal. Hier, ich glaub's gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Hier, links. Scheiße. Links, links, rechts. Toll. Aber ich krieg zwei Dietriche, also passt das wieder. Ich glaub's gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Es sind schon 22 Minuten um und ich bin immer noch nicht beim Lager von denen. Also unfassbar, wie schnell hier bei Gothic die Zeit vergeht. Zwar am Anfang, wenn so viele Viecher zu killen sind und so. Die man aber zum Glück auch alle killen kann. So, hier müsste jetzt gleich eine ganze Scavenger-Meute sein. Yep, die sind noch da. Die kann ich eigentlich erledigen. Die stehen da auch ganz gut. Also, euch mache ich fertig. Bock, bock. Nee, nicht mal. Einer. Wow. Aua. Autsch. Ah, goddammit. Kann es gar nicht erwarten, bis ich endlich kämpfen kann. So, die Blutfliegen dahin lasse ich in Ruhe. Die sind zu weit weg. Die Scavenger hier waren nah genug dran. Ich kann das nicht einsammeln, weil es rumbackt. So, jetzt. So, und jetzt kommen hier noch jede Menge Viecher vom neuen Lager, aber die mache ich auch noch alle platt und dann sind wir, glaube ich, hoffentlich endlich bei unseren neuen Freunden. Yeah, sliding! Ich wollte nur Seraphis mitnehmen hier. Muss nicht so eine halbe Stunde rumsliden wegen dem Ding. So. Yep, Blutfliegen ohne Ende. Sonst weiß ich gerade gar nicht mehr, was da noch rumsitzt. Also die Blutfliegen, die weiß ich, die wusste ich noch. Da ist die Fischhütte schon. Ich hoffe, dass meine Freunde dort sind. Oh fuck, jetzt geht hier Chaos ab. Also eindeutig, der Bogen braucht eine halbe Stunde länger, um die Blutfliegen zu killen. Und ja, lässt nicht mehr Leben verlieren. Komm, verrecke. Ah, hey. Bleib hier. So, waren das schon alle? Das sieht so aus. Nehmen wir mal kurz die ganzen Flügel mit. Boah, wie ich das alles wieder losgeworden bin hier. Das ist das Problem bei Gothic 1. Man muss erstmal einen Händler finden, der Erz hat oder ähnliches. Halt Pfeile oder so. Oder Dinge, die man dringend braucht. Bei Gothic 2 kann man halt einfach mal auf Verkaufen klicken und das kann bei jedem verkauft werden, egal wie viel Kohle er hat. Das ist der Vorteil von Gothic 2 in dem Fall. Wobei natürlich beides seinen eigenen Charme hat. So, seid ihr eigentlich Feinde? Tut ihr mir was? Nee, tut mir gar nichts, ne? Der backt ein bisschen. Nee, tut er nicht. Okay, mit euch reden kann ich auch nicht. Den unterbreche ich jetzt mal nicht beim Rauchen. Also, die lassen mich in Frieden. Da sind Warane. Okay, da müsste jetzt noch die Höhle gleich sein. Da waren immer neue Lagermitglieder drin. Und das sind Morlwets. Mein Koala, klar. Okay, erstmal die Warane platt machen. Ah, damn it! Komm, komm, komm! Shit. Kommt der andere auch noch? Ah! Damn it! Halt, halt! Beruhig dich! Ah! Heiland, zack, ihr. Ich hasse euch Viecher. Ich hasse Warane einfach, weil sie immer so rückwärts springen eine halbe Stunde. Ah, ihr stirbt. So. Und du auch. Komm! Ich wundere das. Ah. Alter! Boah! Wie mich das ankotzt, wenn die so heftig abdrehen. So, jetzt seid ihr Penner erstmal dran. Einmal. Aua! Leckt mich doch.
Ja, das ist jetzt aber noch nicht die Höhle, die ich meinte. Vielleicht gibt es ja zwei. Erinnere mich nicht so genau dran. Ups. Erinnere mich gerade nicht so genau dran. Jetzt erstmal alles mit. Ich muss mich jetzt bald schon wieder heilen. Aber egal, Essen, Fleisch habe ich ja mehr als genug. Also, was soll's. Hier ist ein Trank. Im Wasser ist, glaube ich, nichts. Dann brauche ich da nicht weiter suchen. Dann gehen wir wieder zurück. Dann nehmen wir hier noch Zeug mit. Einziger Vorteil bei Gothic 1 ist, man kann die Laufzeit ein bisschen abkürzen, indem man dauernd springt. Allerdings ist das auch ziemlich nervig. So, die andere Höhle ist ja dann hier hinten, oder? Ja. Das müsste die Höhle sein. Ich sehe gerade nicht so viel, das ist... Ja, okay, da ist eine Höhle, ja. Gehen wir doch mal da rein. Erstmal immer alles ansehen, ne? Niemand drin, okay. Aber ein Trank, der hier rumschwebt. Was schon mal gut ist, aber keine Truhe, womit ich jetzt doch noch gerechnet hätte. Ne, hier war keine Truhe drin, okay. Nichts Sinnvolles mehr, gut. Dann machen wir noch kurz die Scavenger-Platte, die ich da gesehen hatte. Irgendwo hier. Wo waren die jetzt? Waren die hier? Ah, da vorne. So, es sind auch nur 4 Stück. 11 Leben habe ich, das sollte mehr als genug sein. Und dann... Oh, da ist tatsächlich rechts hier ein Typ zu sehen. Dann bin ich tatsächlich richtig, wie es aussieht. Aua, aua, aua. Yeah, Level Up. Nice. Noch ein Level Up und ich kann schon Meister machen. Wenn ich irgendwann meinen Lehrer finde, wie gesagt. Was mich jetzt schon annervt. So, wenn hier jetzt auch noch eine Pfanne irgendwo ist, dann kann ich auch mein Fleisch braten. Dafür werde ich aber schneiden. Wie viel habe ich denn davon? 68. Ja, seht ihr mal, wie lange das dauern würde hier. So, da schneide ich auf jeden Fall. Das ist ja fast so schlimm wie die 70 Schwerter. Obwohl, die 70 Schwerter sind eindeutig schlimmer. Dafür habe ich ja, glaube ich, 4 Ingame-Stunden oder so gebraucht. Ja. Keine Ahnung, wie lange. Also auf jeden Fall ewig. So, das wäre hier alles einzusammeln. Glaube nicht, dass ich was vergessen habe. Da hinten nehme ich gleich noch die Steinwurzel, bevor ich mit dem Typen hier rede. Ne, eine Fackel ist das. Eine schwebende Fackel. Da ist nur ein Typ. Hat ein Typ das ganze Lager hier unter Kontrolle, oder wie? Ist der ganz alleine hier draußen, der Arme. Kann es aber nicht sein, oder? Reden wir erstmal mit dem Typen. Mal sehen. Wer bist du überhaupt? Garn. Irgendwas Verdächtiges bemerkt? Wie denn, du Spaßvogel? Hier passiert doch nichts. Bei Innos ist das langweilig. Also andere sagen ja erstmal Hallo, ne? Aber ich sage einfach, ich komme direkt auf den Punkt. Ich stelle mich mal vor, er stellt sich nicht vor. Aber wo sind die anderen? Ich glaube, das Problem hatte ich damals auch, aber ich weiß ja dann, glaube ich, mittlerweile, wo die sein müssten. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist es nicht so schwer. Da hinten ist nämlich, sind nämlich auch ein paar Häuser. Schauen wir aber erst kurz die Hütten an, vielleicht ist da was drin. Nö, natürlich nicht. In der anderen? Wahrscheinlich auch nicht. Ah doch, ein Pilz. Toll. Sklavenbrot. So ein Quatsch. So, ansonsten ab dafür. Yep. Na toll. Ich dachte, ich springe so perfekt von der Ecke ab, damit ich dann... Ah, locker! Ah, Blutfliegen! Kann ich hier im Wasser speichern? Sieht so aus. Aber ich kann nichts, ich kann mich nicht heilen. Scheiße. Kann ich den Lurker denn killen? Wieso? Der hätte die Blutfliegen rausmachen müssen. Seht mal, wie die NPCs jetzt durchdrehen. Ah, Blutfliegen, ich denk gleich durch! Ich probier den. Okay, der Lurker tut mir jetzt nichts. Ich probiere trotzdem mal ihn zu killen. Ich glaube aber nicht, dass ich wirklich. Ich glaube nicht, dass ich gegen die schon Damage machen kann. Hallo. Nö. Autsch. Ja, nee, ich kann keinen Schaden machen. Schade, was soll's. So, die Blutfliegen haben die NPCs schon alle erledigt oder sind gerade dabei. Komm, macht ruhig, ist jetzt auch egal. Wie er ausrastet, der verprügelt voll die Leiche hier. So, jetzt buggen beide wieder rum. Oh, da erinnere ich mich an ein paar super coole Bugs. Ja, zum Beispiel das, das ist ein super cooler Bug. Schau ich mal das Zeug, wie er hinguckt. Hä, was, wo ist es hin? Wo ist es hin? So, was haben wir hier? Nichts. Hier haben wir Betten. Bei den Betten ist es lustig, wie sie abspacken. Aber ich weiß nicht, ob ich das euch zeigen kann, weil es ist ja jetzt erst 13.43 Uhr. Werde ich euch aber erst später zeigen. Oder einfach die Zeit ändern. Ich bin im Weg. Na, was tut die Jagd? Na, was tut die Jagd wohl? Sie jagt. Depp. What the fuck? Wie blöd bist du eigentlich? Ja, okay, man sieht schon, wie blöd er ist. Kommt hier einfach nicht den Hügel hoch. So, du bist der Anführer, oder? Wie geht's? Naja, wir sind hier in einer riesigen magischen Kuppel eingeschlossen.
müssen uns gegen Orks durchsetzen, essen das Vergammelte von letzter Woche. Aber ansonsten geht's mir toll. Ja, okay, sarkastisch was. Hi. Hi, ich bin Julian. Du gehörst zu uns, wie ich sehe. Ja.